Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der Koop-Spielerkette. Wieder mal zusammen mit Jan. Hi. Hi. Natürlich bist du dabei, ne? Wieder mal, was laber ich hier? Ja, wir spielen gegen West Ham United. Das sind die, die erster Platz sind. Und ich weiß nicht, warum sie erster sind, weil eigentlich ist es ja keine krasse Mannschaft. Ja, das wird recht spannend, denn wenn wir gewinnen, bringt das uns natürlich ganz schön viel. Gut, übrigens, müsste mal gucken wegen dem Spielsound. Also sobald wir jetzt im Spiel drin sind, ich hoffe, dass der Spielsound passt. Ich habe den wieder dank dem Stream verstellt und ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ich hoffe einfach mal, weil ich bin ja ein Profi und ich mache das immer Augenmaß und kriege das hin. Das wird schon passen. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Tabelle. Übrigens könnt ihr natürlich danach, nach diesem Video, bei Jan vorbeischauen. Denn bei ihm ist soeben auch eine Folge online gekommen, der Koop-Spielerkette. Das ist auch ganz geil gewesen. Also wir sind 9. Alle haben schon gespielt, außer wir eben gegen West Ham United. Deswegen sind wir auf Platz 9 runtergerutscht. Wenn wir gewinnen sollten, hat es West Ham United schwerer, weil eben Manchester United direkt dahinter ist mit auch 25 Punkten. Und dann wären sie sogar auf Platz 2. Wenn wir gewinnen, dann wären sie sogar auf Platz 2. West Ham United, also das ist eigentlich das Ziel, dass West Ham United auf 1 ist, das ist ganz komisch und wir wollen natürlich weiter nach oben, wir wollen nicht auf Platz 9 bleiben und ja, wir wollen West Ham United auch nicht da oben lassen. Also, gewinnen ist das Ziel. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, die war auf jeden Fall traurig, der kann sich die rechts über mir mal angucken. Da würde ich sagen, starten wir jetzt rein, let's go. Du musst dich jetzt ultra anstrengen gerade, ne, also bin dabei. Wir dürfen das nicht verkacken. Da gilt kein Unentschieden, da gilt gar nichts. Das alte Stadion, what the fuck. Ultra nice. Licht. Diesen Dreiecklichtern, irgendwie witzig. Ja, aber das Stadion sieht ultra cool aus, auch der Bildschirm gerade da hinten. Ist ultra fett. Ja, ja, das ist voll crazy. Okay, Leute, wir müssen das gewinnen. Wir dürfen hier echt, das ist das ernsthafteste Spiel der Saison bisher. Wisst ihr Bescheid? Ja, einfach reinstarten und Tore machen, das ist das Ziel. Wenn wir das verkacken, na, das wäre ultra dumm. Dann wären wir Platz 9, wie schlecht. Richtig gut. Ja. Ist gerade nicht passiert, oder? Immer wenn du darüber sprichst, Alter, ist es jedes Mal dasselbe. Ja, ich habe jetzt diesmal nicht über ein Tor gesprochen. Ich habe über das Spiel allgemein gesprochen. Weil wir verkacken, hast du gesagt. Ja. Mann! Eine Sekunde später ist das Tor da. Ey, das ist so ein Rotz. Mann, ey, das... Oh, das nervt jetzt. Komm, wir müssen... Wir zerstören jetzt trotzdem. Krieg ich nix. Ja! Ja, 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 ja! Nein! Nein! Oh! Einen Ball zu weit vorgelegt. Oh, das war so schön. Warum verhau ich das denn? Ich hab echt... Oh, man hat's auch noch gesehen, dass er nicht mehr dran kommt. Das war nicht geplant, Mann. So ein Rotz. Das war so gut. Ich weiß, der hätte... Junge, sein Ernst? Er hätte sitzen müssen. Boah, das ist ja ultra kacke jetzt. Na! Leute, übrigens haben wir seit ungefähr 1,5 Wochen keine Koop-Kette mehr aufgenommen. Ist auf jeden Fall geil. Direkt jetzt so ein wichtiges Spiel. Ja, das war noch nicht schlecht. Qualität der Internetverbindung ist schlecht. Ja, das ist leider schlecht. Solange das ist der Hammer, wenn du keine weißen Balken hast, ist das okay. Nee, keine weißen Balken, aber es wird halt von Minute zu Minute im Spiel immer schlechter. Das ist total unlogisch. Warum? Ja, die zocken jetzt und jetzt machen wir es schlechter. Haha, hi. Ah, der passt mir leider nicht so. Aber die stehen wieder alle hinten, ne? Alle komplett. Mann! Jetzt! Komm nochmal. Ja, na, schade. Ey, wenn der erste Schuss durchgekommen wäre, nicht abgefälscht wäre, geblockt wäre, der wäre echt, glaube ich, gut gekommen. Wir liegen hinten. Nein. Und jetzt kommt die nächste Möglichkeit, Karius. Jetzt haben wir vielleicht nochmal die Kontermöglichkeit vor der Halbzeit. Ey, wenn er jetzt abpfeift, ne, mitten im Konter, dann kriege ich aber richtig das Kotzen. Komm, mach hinne. Mach hinne, Kollege, komm, mach doch mal. Ja, na, fuck. Nein.
Ja, okay, Halbzeit. Schade. 1-0 für West Ham United. Aber ich hoffe, habe immer noch die Hoffnung, dass wir das drehen. Eine Riesenchance hatte ich. Und allgemein sieht man ja auch hier gerade nochmal, wir hatten schon mehr Chancen. Eine Riesenchance, wie gesagt, die ich leider, leider Gottes so daneben gehauen habe. Also ich habe halt zu spät geschossen. Naja, weiter geht's. Ich hoffe, ich bekomme noch eine Riesenchance. Oder du oder irgendwer. Und wir machen die einfach rein. Ja! Oh mein Gott, war das mal gut. Das kam überraschend. Endlich mal was Gutes. Guck mal, wo er rennt zum Trainer. Was machst du? Er rennt zu Mischak. Mischak, Junge. 1-1. Ey, wir müssen noch ein Tor machen. Irgendwie, wir haben noch genug Zeit. Komm, das kriegen wir doch hin. Wir müssen das gewinnen. Mindestens ein Tor müssen wir noch machen. Aber das war echt erstaunlich gut hier mal. Dass er ihn auch so reingemacht hat, hätte ich nicht gedacht. Läuft. Na, das war schlecht. Das darf ich nicht machen. Aber jetzt hast du die Möglichkeit. Jetzt komm. Da kommt der Schuss. Oh. Schade. Jetzt aber ein Eckball. Ja, jetzt die Ecke. Die wollte ich eigentlich haben. Toll. Die kommen halt überhaupt nicht dahin. Die sind so kacke einfach. Die kommen echt überhaupt nicht dahin, wo man sie erwartet auch, ne? Jetzt! Ja! Nein, er hält! Aber das war gar nicht schlecht, die Flanke. Wow, ich bin impressed. Geh doch weg! Der Doofe. Fuck, die Zeit rennt uns davon, das gibt's nicht. Wir haben so viel mehr Chancen. Das ist so ein Rotz. Oh, nein, 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 nein! Oh! Was ist das denn? Du willst mich doch verarschen. Holy shit. Was ein Tor. Ey Mann. Hätte ich die Facecam schon, Leute. Na, ich glaube, ich würde in die Facecam spucken. Mann, das gibt's doch nicht, ey. Jetzt haben wir verloren. Das war's einfach. Das ist so ein einzig wahrer Prank. Er pfeift ab wegen diesem kleinen Spacken, der da am Boden liegt. Leck mich doch am Arsch, Alter. Er kriegt doch das reinste Kotzen, echt. Lass den doch verrecken, Alter. Wir haben einen Angriff. Ein wichtiges Spiel. Ja, guck ihn doch an. Er ist da nur ein bisschen hingefallen, als ob man da nicht warten kann als Schiri. Nein, komplett alles unterbrechen. Guck mal, es ist schon verrückt aus. Es ist kurz vorm Ende, aber das ist so. Guck mal, wie hässlich, Alter. Das. Mann, ey, das gibt's nicht. Ey, das ist zum Kotzen, Leute, ne? Ich bin enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht. Ah, das ist so ärgerlich einfach. Das ist so ärgerlich. Guckt euch die Chancen an. 14-8, 11-7 und 2-1. Und dann pfeift der Schiri am Ende noch so ein Bullshit. Oh Mann, echt, das gibt's nicht. Und das bringt uns überhaupt nicht weiter. Und West Ham United, ich meine, sie sind Erster, okay, aber dass wir gegen die verloren haben, guck mal, sie sind viel schlechter gewesen. Oh, so ein Kack, echt. So, Leute, alles simulieren beim Training hier. Yeah. Mal gucken, mach ich Plus, mach ich Minus? Jawohl, ein F und ein D. Ey, ich hab's auch drauf, echt, das ist richtig geil. Du bist bald bei einer 78 und ich mach weiter Minus. Sehr gut. Das ist richtig nice, ja. Läuft richtig. Nochmal Training, hui. Vielleicht wieder so scheiße. Oh, ein bisschen besser, aber guck mal. Du machst ein A und ein B und ich halt ein C und ein D.
So Leute, wir spielen jetzt gegen Southampton und dann sind wir schon in der nächsten Folge, spielen wir dann wieder Champions League gegen Barcelona, haben wir das nächste Spiel. Und selbst hier in der Torjägerliste wurde ich jetzt überholt. Ich meine, ich war mit 7 Toren gut dabei, aber die waren halt echt aus den ersten paar Spielen und dann irgendwie gar nichts mehr. Das ist halt irgendwie, naja. So, wieder in der Premier League. Diesmal, also ich weiß nicht, wir müssten Punkte holen, Leute. Das kann nicht sein. Wir sind 9. und verkacken gegen West Ham United. Und obwohl wir besser sind und Zeugs und also ich weiß nicht, es kann an den orangen Trikots liegen, keine Ahnung. Heute spielen wir mal wieder zu Hause in den roten Trikots und ja, lasst uns einfach gewinnen. Es muss ein Sieg her, Leute, es muss ein Sieg her. Nein! Gott! Nein! Wie schade war das denn? Und jetzt hätte er auch nochmal abziehen können. Fuck. Na, abseits. Er hat schon den Controller Alter. Weggehauen. Richtig geil. Das ist so stressig, das Spiel. Ja. FIFA nervt mich gerade schon wieder. Das ist irgendwie... Jo. Läuft. Pass doch! Mann, spiel doch! Mann! So ich. Junge, wir stehen beide einfach da und er macht gar nichts. Und dann spielt er auf einmal nach hinten auch noch, Alter. Das ist doch zum Kotzen ist das. Ja. Ja. Nein. Oh. Mann. Ecke wird eh wieder kacke, weil einfach alles kacke ist. Ui. Noch eine Ecke, ja. Warte, ich kann mich jetzt... Oh, oh Mann! Oh. Ey, wie kacke. Das Tor war leer. Da standen nur 1, 2, 3 Leute davor. Quasi leer. Ja, leer war es. Der Torwart war nicht da. Halbzeit. 0-0. So will ich das sehen. Am besten jetzt so weitermachen. Und dann bleibt's 0-0 bis in der 90. Minute. Dann machen die Gegner ein Tor und dann haben wir wieder verloren. Geil. Das wäre ja geil, ne? Mann, das ist so zum Kotzen, Leute. Das ist unglaublich. Jetzt campen die da hinten schon wieder. Das ist nicht mehr normal, ist das. Ich hasse FIFA deswegen. Ich habe deswegen meine privaten Spielerkarriere auch abgebrochen, weil die nur hinten rumstanden. Richtig nice. Alter, du Hund. Das macht deinen aber echt aggressiver als irgendwas anderes, ey. Jetzt passiert was. Nein! Oh, das wäre so... Wer hätte, schon gedrückt, wer hätte gepasst jetzt, wo du im Abseits war. Oh! Nein, das kann doch nicht! Das ist so lächerlich. Och, das kann doch nicht sein. Soll ich noch alles machen? Oh, Ecke, ja, hopp. Komm, eine gute Ecke jetzt, das wird's doch. Guck mal, wie er eben voll mit dem... Ecke? Ja, Ecke, jawoll! Ich komm hier nicht weg, warte mal, ja. Oh. Oh! Oh! Auf einmal ist der vor mir weggegangen, dann kam ich doch durch. Aber das war halt trotzdem nix. Mann, das ist echt... Es ist unglaublich. Es ist... Ich begreif's nicht. Wie kann man so ein Spiel entwickeln, das so nervig ist? Ja, Elva. Fick dich doch, Spiel. Fick dich einfach. Ich sag's, dann jetzt machen die ein Tor und dann haben wir verloren. Das ist echt Premium. Ey Leute, also sorry, dass ich mich aufreg, aber guck dir das. Sorry, dass ich mich aufreg. Das ist vielleicht nicht die beste Qualität der Folgen, wenn ich so eine Stimmung hab. Aber das ist einfach unglaublich hässlich. Die Folgen werden bestimmt cooler, wenn man einfach gut drauf ist, gehypt ist und Spaß hat. Aber das macht gerade überhaupt keinen Spaß. Das ist echt unglaublich dumm einfach nur.
Das ist so lächerlich, wie man als EA so einen Müllhaufen als Spiel produzieren kann. Dass Liverpool so schlecht ist, das ist unglaublich. Nun gut, ich sammle alle Power für die Folge, was wir jetzt für Jan aufnehmen, dass ich da wieder besser drauf bin. Aber wie gesagt, das ist echt einfach nur Müll, ist das. Kann ich nicht mehr dazu sagen. Schaut jetzt bei Jan vorbei, da wird die Folge vielleicht cooler, vielleicht wird sie genauso dumm, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ja, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.